schön, dass ihr dabei seid. Heute möchte ich mit euch diesen Fluss hier entdecken, die Isar. Sicher wart ihr ja auch schon unterwegs mit Freunden oder mit eurer Familie. Und ja, für viele Münchner ist die Isar ein absoluter Lieblingsort. Aber die grüne Isar ist noch so viel mehr. Ohne diesen Fluss würde es München, so wie wir es kennen, nämlich gar nicht geben. Wusstet ihr, dass fast alle großen Städte dieser Welt am Wasser entstanden sind? So konnten die Menschen Handel treiben und Waren transportieren. Außerdem konnte man aus der Wasserkraft schon früh Energie gewinnen, zum Beispiel mit so einem Wasserrad. Durch die Fließgeschwindigkeit und das Gewicht des Wassers dreht sich das Rad mit großer Kraft. So wurden die verschiedensten Maschinen angetrieben, zum Beispiel große Mühlen. Obendrein schützte das Wasser vor Feinden. Durch einen Wassergraben rings um die Stadt konnten Angreifer nicht an die Stadtmauern gelangen. Kein Wunder also, dass München an der Isar liegt. Ungefähr an dieser Stelle, wo heute die Ludwigsbrücke steht, führte schon im Mittelalter eine Brücke über den Fluss. Diese Isarbrücke war wichtig für den Handel mit Salz. Nur so konnte München zu einer großen und reichen Stadt werden. Wollt ihr wissen, wie es an der Isar zu dieser Zeit ausgesehen hat und wie sie von den Menschen genutzt wurde? Dann begleitet mich ins Münchner Stadtmuseum. Das hier ist die früheste Stadtansicht von München. Vor etwa 600 Jahren sah es hier also so aus. Wir erkennen hier die Isarbrücke, die durch das Isartor in die Stadt hineinführt. Auf diesem Bild fließt die Isar noch an der Stadt vorbei. Erst als die Stadt immer größer wird, fließt sie dann durch München hindurch. Seht ihr, was für ein breiter und reißender Fluss die Isar hier noch ist? Mit vielen kleinen und größeren Verzweigungen. Es gab auch immer wieder Überschwemmungen, die das Flussbett verändert haben. Hier unten auf dem Bild seht ihr vor den damaligen Stadttoren sehr viele Holzstapel. Das Holz hat man vor allem zum Bauen und Heizen benutzt. Es wurde mit Flößen nach München transportiert. Diese schwimmenden Baumstämme legten in eine Art Hafen an. Man nannte diese Stelle Untere Lände. Und so sah dieser Fluss im 19. Jahrhundert aus. Es bestand aus zusammengebundenen Baumstämmen. Am Ende der Floßfahrt in München wurden diese Baumstämme dann wieder voneinander gelöst und verkauft. Das Holz brauchte man zum Bauen. Mit den Flößen wurde aber nicht nur Holz transportiert, sondern auch Bier, Wein und Gewürze verschickt. Die Isar war früher also sehr wichtig für den Handel. Dieses Modell hat der Münchner Floßmeister Kaspar Heiß gebaut. Seine Familie war lange in der Flößerei tätig und hat der Stadt eine große Statue geschenkt. Und die schauen wir uns jetzt mal an. Von hier aus kann man die Statue gut erkennen. Sie stellt den heiligen Johannes Nepomuk dar. Das ist der Schutzheilige der Brücken und Flöße. Er wachte über die Flöße auf der Isar und steht noch heute hier auf der Praterwehrbrücke. Hört ihr das laute Rauschen hier? Unter dieser Brücke befindet sich ein sogenanntes Wehr. Das ist eine Art Absperrung, die das Wasser der Isar staut. Dadurch entsteht Wasserkraft, die in Energie umgewandelt wird. Das Ganze passiert in einem Wasserkraftwerk, dem Praterkraftwerk. Aus dem Wasser der Isar wird also ganz natürlich Energie gewonnen, ohne dass die Umwelt darunter leidet. Und aus dieser sauberen Energie wird Strom für rund 4000 Münchner Haushalte erzeugt. Heute wird die Isar also nicht mehr wie früher als Wasserstraße genutzt, sondern liefert uns Energie. Und wie nutzt ihr die Isar? An der Isar kann man wirklich toll entlangfahren oder spazieren gehen. Früher war das nicht so möglich, denn die Isar war ein wilder Fluss und trat oft über ihre Ufer. Und deswegen beschloss man im 19. Jahrhundert, die Ufer der Isar einzumauern. Die hohen Mauern sollten die Stadt und die Bewohner vor den Hochwassern schützen. Sie sahen aber gar nicht schön und natürlich aus. Darum entwickelte die Stadt München um die Jahrhundertwende einen neuen Isar-Plan. Die Isar und ihre Uferzonen sollten natürlicher angelegt sein, der Fluss wieder natürlich fließen können. Rund um die Isar sollte wieder ein naturnaher und damit nachhaltiger Lebensraum entstehen. Das nennt man Renaturierung.
Insgesamt 11 Jahre hat es gedauert, bis diese Strecke entlang der Isar wieder so schön hergerichtet war, wie wir sie jetzt sehen. Und tatsächlich ist der Fluss durch den Isarplan zu neuem Leben erwacht. Viele Insekten und Pflanzen sind hierher zurückgekehrt und auch die Münchnerinnen und Münchner verbringen hier wieder gerne ihre Freizeit. Doch das hinterlässt Spuren. Um den Fluss und die Uferzonen sauber zu halten, hat die Stadt viele Mülltonnen an der Isar aufgestellt, wo man seinen Müll ganz einfach wieder loswerden kann. Wenn wir uns alle daran halten, lassen wir der Natur ihren Raum. Und nur so bleibt die Isar ein echter Erholungsort mitten in unserer Millionenstadt. Jetzt, wo ihr so viel über die Isar erfahren habt, wollt ihr sie ganz bestimmt noch einmal neu entdecken. Und vielleicht findet ihr auch euren neuen Lieblingsort. Also, ich habe meinen hier schon gefunden. Macht's gut und bis bald!